Gott, wer ist das? Hallo. Hallo. Oh, was für ein schönes Aquarium. Wenn du so talentiert bist, könntest du mir vielleicht mit meinem Aquarium helfen. Meine Katze versucht ständig, meinen Fisch zu essen. Und die fühlen sich deshalb nicht so gut. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie man Fische glücklich macht. Natürlich bezahle ich dich für deine schnelle Hilfe. Wenn du mit dem Aquarium fertig bist, komm zu mir. Und ich bringe dich zu mir nach Hause. Das klingt ein bisschen gruselig. Hier haben wir entsperrte Gegenstände. Sack mit Erde, Seetang, Skulptur, Diskusfisch, Mosaik, Fadenfisch. Oh, toll, oder? Guck mal hier auch. Seegras, auch hier. Oh, schön, schön. Da freue ich mich. Ja, dann lass uns mal gehen. Oder wie? Sind wir hier fertig oder nicht? Oder? Willst du mal noch was tun? Komm zurück zu deiner Freundin, wenn du bereit bist. Ja, tschüss dann, ne? Und das nächste Mal hier, weißt du Bescheid. Ja, wir haben 900. Wird das eigentlich, können wir das behalten, oder? Wir lassen das erstmal so. So, wie kann ich dir denn helfen? Bist du bereit, mir mit meinem Aquarium zu helfen? Na klar. Im Haus einer Freundin. Ja, klar. Haben wir sie? Die Katze, ihr habt sie gesehen, unten. Willkommen in meinem Haus. Wie ich bereits erwähnt habe, jagt meine Katze meine Fische und ich denke, sie sind sehr verängstigt. Deswegen kann sie mir helfen, das Problem zu lösen. Klar. Oh nein, meine Katze hat das Aquarium auf den Boden geworfen. Schnell, wir müssen dem Fisch helfen, das Aquarium für sie reparieren. Schnell. Die Spüle. So. Wir kaufen mal ganz schnell. Herrscher. Den Hammer nehme ich nicht mit. Verwende ein Netz, siehst du? Ja, das ist schon mal gut. Mehr Kescher. Ja, so, pass auf. Retten euch! Und der letzte. Oh nein, der letzte Fisch starb an Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel vor allen Dingen. Ich bin sehr traurig. Etwas muss dagegen getan werden. Warum werfen wir ihn nicht in die Toilette? Ich habe gesehen, wie meine Mutter es gemacht hat. Was? Wie herzlos, ne? Wie herzlos. Wie überhaupt diese Katze jetzt? Sie verkrümelt, wa? Bilder. Grün. So, ach so, die Toilette. Wie, was ist denn das für eine Toilette? Kommt er da noch? Nee. Diese Katze hat sich hier verkrümelt, oder wie? Wo ist sie denn? Sonst war sie noch zu sehen. Na gut. Nu? Lass das Netz fallen, um die Hände frei zu haben. Okay, Aquarium aufheben. Dann machen wir das. Ja. Kaufe und benutze einen Mob, um das Wasser auf dem Boden aufzuwischen. Wir brauchen einen Mob. Wer ist er? Wir brauchen auch einen Eimer, oder? Können wir auch gleich kaufen. So. Ja, jetzt nehmen wir erstmal den Mob. Jetzt. Okay. Aber da oben ein Croissant und die Tasse. Leckerem Cappuccino. Hier haben wir das doch. Guck mal. So. Also. Dann können wir das jetzt neu bestücken, Alex. Nehmen wir erstmal alles auf. Drei. Und das letzte. Die Muscheln. Na komm. Ja. Fehlt auf jeden Fall noch schöne Sand. Oh, so sieht es auch toll aus, ne? Kann das eigentlich so lassen. Bitte Erde ins Aquarium. Okay, haben wir denn noch oder müssen wir wieder kaufen? Wir müssen wieder kaufen. Oh, gut. Wir stellen das hier hin. Lampen. 2 Stück. Wir machen das mal so. Ich hoffe, das geht jetzt. Das
bisschen weiter am Rand ist jetzt. Ja, so können wir das lassen. Wasser ins Aquarium, Hintergrund. Wir kaufen erstmal noch einen Hintergrund. Für Vaters, das Aquarium des Vaters. Pass auf. So, wir schauen uns mal. Ach, das sieht doch schon toll aus. Ja, das hat da schon was. Wasser. Dafür müssen wir erstmal einen Eimer kaufen. Wie? Bin ich ein Eimer? Klar. Haben wir doch gekauft, Mensch. Nochmal ein Süßwasser. So. Aha, und die Heizung noch an. Temperatur müsste jetzt steigen. Pflanze ist tot wegen der Temperatur. Ja. Oh, ist aber doof. Temperatur steigt ja wieder, also. Wir warten mal gleich. Pass auf. Freut sie sich. Mit dem Aquarium. Guck mal hier. Plötze. Dann haben wir hier wieder Pflanzen dazu bekommen. Ach toll. Schön, schön, schön. Gut. Ja, dann hau ich mal ab. Ich streiche die Segel. Ich nehme hier mein Zeug mit. Ja, brauche ich alles. Haben wir was vergessen? Ja, den Eimer noch. So. Und das war's. Alles sauber hinterlassen. Ja, grüß mir die Katze. Ne? Mach's gut. Bis zum nächsten Filmabend. Macht eine Pizza. Hallo Sohn, ich sehe, du hast dich gut geschlagen und noch mehr Geld verdient. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. In der Zukunft, wenn du erwachsen bist, kannst du dein erstes Aquaristikgeschäft im Keller unterm Haus einrichten. Dort gibt es genügend Platz für mehrere Aquarien und Verkaufsregale. Nur ein kleines Problem. Es ist ein großes Chaos, weil ich dort lange nicht sauber gemacht habe. Aber wenn du denkst, du bist hier fertig, dann komm zu mir und wir gehen nach Hause. Na dann, gehen wir mal nach Hause. Ein paar Jahre später. 1950. Nein, leider nicht. Oh mein Gott, was ist das? Sohn, du bist endlich alt genug, um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu eröffnen. Hier ist unser wunderbarer Keller. Das Aufräumen wird ein wenig Mühe erfordern, aber ich denke, du schaffst das. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Ich glaube, im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Das in Ordnung und wir können sehen, wie es hier aussieht. Bevor ich es vergesse,
Hier ist ein wenig Geld für den Start deines Geschäfts. Oh, 2000 Dollar hat er uns gegeben. Danke, Fati. Da ist der Sicherungskasten. Okay, da fehlt die Sicherung. Wie lange war der Vater hier unten nicht? Sag mal, Vater, du hast das Aquarium genauso gepflegt wie dein Zoo oben im Wohnzimmer, ne? Du solltest kein Aquarianer, vielleicht Totengräber oder was? Das wäre der passende Beruf für dich. Ach nee, guck mal, die armen Fische, genau dasselbe in grün. Was macht der denn? Sicherung, wo kriegen wir eine Sicherung her? Sicherung, wir haben sie gefunden. So. Und Gott sprach, es werde Licht. Im Laufe der Jahre hat sich hier viel Müll angesammelt. Wenn der Laden in so einem Zustand ist, kannst du keine Kunden hereinlassen. Kümmere dich darum. Dann beginnen wir mit der Einrichtung der Aquarien und bereiten den Laden für die Eröffnung vor. Ach, wenn es ums Arbeiten geht, haut er ab. Das kann ich leiden, wirklich. Spiel das Spiel mit dem Gerät auf dem Tisch. So, und das ist jetzt unser erstes Geschäft. So sieht's aus. Hier ist die Großstadt. Die wollen wir natürlich erobern mit unseren Aquarien. Ja, Müll aufheben. Okay. Guck mal, ich verkaufe sogar. Ich kann einiges verkaufen. Cool. Nehmen wir ein bisschen Geld rein. Nix. Mit Grün kommen wir auch nicht. Jetzt hier können wir das verkaufen. Kann man verkaufen. Okay. Und in den Mülleimer. Ja, dann mal los. Dann fangen wir mal an. Ich bin ja gespannt, wie lange das dauert. Vielleicht werde ich das wahrscheinlich vorspulen. Ist ganz schön anstrengend. So, jetzt den letzten Rest noch, dann haben wir es geschafft. Ah. Wir sollen noch einen Wischmopp kaufen, um das Graffiti von den Schränken zu entfernen. Und das machen wir doch glatt. So, wo ist er? So, hör damit. Und los geht's. Es sind auch nur zwei und dann sind wir endgültig fertig und können uns endlich den Aquarien zuwenden. Denn das ist ja eigentlich unser Hauptaugenmerk. Pass auf. Kauf und nimm einen Farbroller, die Farbe mit der... Was? Ich will... Nee. Wir können Wände streichen, danke. Weiß. Nee. Nehmen. Das hier, Marmor. Ja, so, da bitte noch, ja, und da bitte noch. Schön, jetzt sieht der Laden viel besser aus. In deiner Freizeit kannst du ihn fertig sauber machen, aber jetzt ist an der Zeit, sich um die Aquarien zu kümmern. Okay, blicke auf den Auftrag, der über dem Schreibtisch hängt, um die Aufgabe anzunehmen. Du kannst du jederzeit Geld verdienen. Übernimm den Auftrag. Von nun an gehen Items direkt in den Inventar und der Überschuss landet auf dem Tisch. Hoffen Sie einen Schwamm. Schwamm. Inventarplatz 1. Okay, reinige die Aquarienscheiben. Gut, guck mal. Steht natürlich das ganze Zeug hier auf dem Tisch. Das müssen wir da nochmal runterräumen. So, Scheibe Nummer 2. Ach, das ist der Abstelltisch, aber dann ist das hier in der Mitte der Arbeitstisch. Guck mal an.
Vielleicht können wir das Zeug auch irgendwie ins Regal räumen, ne? In die Spinte. Das wäre doch mal was. Dann wird es gleich viel sauberer aussehen. So, schön. Und die letzte. So. Wir haben Geld bekommen. $100. Okay, und haben gleich Sachen wieder freigeschaltet. Guck mal, Fußboden, Marmorfußboden, Hintergründe, Farben. Nochmal schwarz könnten wir machen. Wow. Wow, also wirklich, wirklich richtig schön. Pass auf. Ich will ich das denn hier rein? Irgendwie? Nee, aber es bleibt dann hier, okay. Also wir schmeißen das hier alles mal hin. Will das hier nicht irgendwie... Das können wir doch verkaufen, ne, oder? Können wir das nicht wieder verkaufen? Okay. Ist jetzt weg? Hä? Ich wollte es eigentlich wegwerfen. Klicke mit der rechten Maustaste um das. Na gut, dann bleibt das jetzt erstmal so. Dann lässt sich das jetzt nicht ändern. So, bring eins vernachlässigten Aquarien auf den Tisch. Ich habe gut gefrühstückt. So, das wird unser erster Auftrag sein. Ich bin gespannt. Wie schön, ne? Unser erster Laden, ich bin so aufgeregt. Okay. Bring neue Erde ins Aquarium, platziere Lampen im Aquarium, Heizung, Filter. Alles, was wir schon kennen. Dann fangen wir doch gleich mal an. Wir nehmen mal den Schwamm. Und reinigen die Scheiben. Und die letzte Seite. Ja, gut. Schön haben wir das gemacht. Dann die Fische raus, die alten. Dazu brauchen wir ein Netz erstmal wieder. So. Wo ist es? Wo ist es? So, es ist ja im Menü. Oh Gott. Weiß gar nicht, oder wo. Wir haben ja hier gar kein... Die, ne? Die, sag ich nur. So. Ist das Wasser eigentlich jetzt wieder sauber? Nee. Nehmen wir den Filter und säubern den mal. Jetzt pass mal auf. Hier ran. Temperatur 18 Grad. Und wir machen den Filter mal an. Neue Lampen. Das brauchen wir auch noch. Salzwasser. Neue Lampen. 2 Stück am besten gleich. So. Einen Hintergrund. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen hier diesen schönen Meereshintergrund. Was fehlt denn noch? Erde. Neue Erde. Die müssen wir noch holen. Pass auf. Wir nehmen die Schippe. Und Erde kaufen wir gleich dazu. Wo ist es denn? Da. Nehmen wir den hier. Das sieht aus wie... Weiß es nicht. Der hier schon eher, ne? So. Nun pass auf. Alte Erde raus. Können wir gar nicht, wenn da Wasser drin ist, oder? Das ist doof.
Das sieht doch gut aus. So sieht das gut aus, finde ich. Ja. Wir müssen unbedingt altes Wasser, weil, das alte Wasser entfernen, weil wir bekommen irgendwie die Erde nicht raus, ne? Alte Erde. Macht er nicht. Das Wasser. Ja, siehst du. Da unten stand es auch. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und der Eimer, wo war der? Da unten. Da. Jetzt. Meins. Und letzter Eimer. So, wunderbar. Jetzt Filter an, Temperatur hoch, 23 Grad und Filter an. Hoch an. Hier. Ist das eigentlich? Okay, Meersalz. Wir brauchen noch Meersalz. Drin damit. Hämmern frei. Jetzt würde ich gerne noch etwas für den Hintergrund kaufen. So ein bisschen. Guck mal, hier zum Beispiel so eine Muschel. Könnte man dann. So. Was denn für Fische? Was können wir denn da jetzt für Fische reinsetzen? Nur auf jeden Fall wieder bei Nemos. Nochmal drei. So. Okay. Temperatur stimmt, Vegetation. Temperatur könnte ein bisschen höher sein und Vegetation auch ein bisschen mehr. Wir kaufen noch ein wenig. Wir haben ja, wir haben es ja. So, pass mal auf. Nummer 2 und Nummer 3. Hier noch. So. Und so. Genau. Vielleicht könnte man noch ein paar Korallen reinmachen. Was haltet ihr davon? Dürfte eigentlich gut aussehen dann. Hier sind ganzen Schnecken schön, ne? So, hier noch ein paar Korallen. Immer das noch. 2. So, und das noch. 3. Ja. Das sieht doch schon ganz schön aus. Ja, Temperatur wieder ein bisschen höher. Genau. So. Huch, mach mal so 25, 25, jetzt haben wir es. Jetzt können wir noch ein paar andere Fische reinmachen. Und zwar kaufen wir dann noch 2 Seepferdchen. Bermuda-Engelfische. Da sollten wir vielleicht so ein paar mehr Steine noch mit reinmachen. Wie so eine Art Tunnel. Genau. Dass wir das einfach mal hoch, wie das aussieht, ne? So ein bisschen optisch machen. Futter. Wir brauchen erstmal Futter, das ist ja ganz klar. Haben wir ganz vergessen. Wo ist denn Futter? Hier. Einmal das. Und einmal das. Futter für die Korallen. Und einmal. So. Müssen wir alles haben. So, jetzt pass auf. Und für die drei.
Hier? Die Film. Da. Wollen wir das nochmal machen? Wie ein? Drei, vier, fünf. Fehlt noch was? Irgendwie fehlt da noch was. Sollen wir nochmal mehr Salz? Aber das glaube ich nicht. Das müsste ja eigentlich alles da sein. Sind alle glücklich. Auch alle glücklich. Na gut, Vegetation und Dekoration. Pass auf, dann nehmen wir das mal weg. Das hier auch. Aber jetzt müsst ihr doch hinhauen. Die blauen waren das, ne? Haben wir sie. Die blauen Fische. Ja, jetzt passt das. Guck mal. Schön. Ja, jetzt haut das auch in alles. Der ist Aquarium wieder an seinem Platz. Wir haben es geschafft. So. Ach, voll, wie schön. 2006 Dollar. Das ist richtig was wert. Naja gut, also wir werden uns noch ein bisschen steigern müssen, glaube ich. Ne? Aber für den Anfang finde ich das gar nicht so schlecht. So, wir machen das gleich in grün mit dem zweiten Aquarium. Ich werde vorspulen für euch. Bis gleich.